Das Leben ist karg im 10. Jahrhundert. Riesige Wälder und Sümpfe bedecken das Land. In diesem Meer von urwüchsigen Bäumen liegen gleichsam wie Inseln die Siedlungen der Menschen. Armselig und stets von Hunger und Krankheit bedroht, versuchen sie dem wenigen Ackerland ihr Auskommen abzuringen. Hülsenfrüchte, Dinkel, Hafer, Weizen und Blattgemüse sind die Hauptnahrungsmittel. Ihre Holzhäuser, mit Lehm verkittet, stehen halb in der Erde. Steinbauten gibt es nur wenige, sie sind der Kirche und dem hohen Adel vorbehalten. Ein Herrscher freilich wohnt in einer großen steinernen Pfalz. In Sachsen, dem Land zwischen Elbe, Saale und Ems, ist das zu Beginn des 10. Jahrhunderts Herzog Heinrich, der in Quedlinburg seinen Hauptsitz hat. Hier an der Südwestecke des Schlossberges, wir stehen jetzt hier an den Sandsteinfelsen, die Quedlinburger sagen die Klippen dazu, muss der ursprüngliche Aufgang zur Pfalz gelegen haben, den auch Heinrich benutzt hat. Denn in direkter Verbindung liegt hier der Königshof Viperdi, etwa 500 Meter Luftlinie höchstens entfernt. Und wir wissen, dass diese Vorburg riesige Ausmaße gehabt hat, dass dort die ganzen Wirtschaftsanlagen der Pfalz untergebracht waren. Denn so eine Pfalz war ja ein autarker Wirtschaftsbereich. In der Harzregion, sagt Christa Rienecker, Historikerin aus Quedlinburg, lagen die großen Ländereien Heinrichs, die wirtschaftliche Basis seiner Macht. Politisch zählt er zu den ganz Großen im Ostfränkischen Reich. Mit ihm konkurrieren die Herzöge in Franken, Bayern, Schwaben. Der Franke Konrad war 911 König geworden, fand aber wenig Anerkennung. Nach seinem Tod sollte der Stab an den Sachsen Heinrich weitergegeben werden. 919 wird er in Fritzlar von fränkischen und sächsischen Familienoberhäuptern zum neuen König gewählt. Als Boten mit der Nachricht in Quedlinburg eintreffen, ist Heinrich gerade beim Vogelfang. So lautet die Sage. Der Staub wallt auf, der Hufschlag dröhnt, es naht der Waffenklang. Ach Gott, die Herren verderben mir den ganzen Vogelfang. Da schwenken sie die Fähnlein bunt und jauchzen unseren Herrn. Hoch lebe König Heinrich, hoch, des Sachsenlandes Stern. Heinrich der Vogler, ein volkstümlicher König. Doch so einfach wie in der Sage beschrieben, ging die Königserhebung freilich nicht vonstatten. Lange Verhandlungen waren vorausgegangen. Widerstand kommt auch danach noch von Schwaben und Bayern. Denn warum sollte ausgerechnet ein Sachse über das Ostfränkische Reich herrschen? Waren doch die wilden und heidnischen Sachsen erst ein gutes Jahrhundert zuvor von Karl dem Großen unterworfen, zwangschristianisiert und in das Reich der Franken eingegliedert worden. Für Professor Hagen Keller bedeutet Heinrichs Königtum einen Neuanfang. Weil damit ja eine doch mehrhundertjährige fränkische Bestimmung des Königtums abgelöst wird, dadurch, dass in einem ehemaligen Frankenreich andere Völker die eigentliche Herrschaft übernehmen. Gegen seine Widersacher setzt sich Heinrich schließlich durch, nicht nur mit Waffengewalt, sondern auch mit diplomatischem Geschick. Er verzichtet auf Kronrechte, dafür, dass ihn Bayern und Schwaben anerkennen. Ähnlich gewinnt er später das Herzogtum Lothringen dazu. Hagen Keller sieht in Heinrich jemanden, der seine Ziele langfristig und sehr überlegt verfolgt. Offensichtlich jemand, der es verstanden hat, Kontakte nach allen Seiten auszubauen und das so zu stabilisieren, dann die Freundschaften sozusagen, die daraus erwachsen sind, also Freundschaft jetzt nicht in unserem politischen Sinne, man geht miteinander in die Sauna oder so, sondern dass man gegenseitig sich unterstützt. Seine Macht sichert sich Heinrich durch ein weit gespanntes Netzwerk von freundschaftlichen Verbindungen. Herrschaft im Konsens. Das Reich wird stabilisiert und auch die Feindschaften zwischen den führenden Adelsgruppen nehmen ein Ende. Einen anderen großen Erfolg erzielt er im Kampf gegen die Ungarn, die seit Jahrzehnten plündernd und mordend durch die Lande ziehen. Heinrich spielt hier zunächst auf Zeit, erkauft sich durch Geldzahlungen einen Waffenstillstand, um derweil das Land mit einem Netz von Burgen zu überziehen.
Der Chronist Widukind von Corvey berichtet: Zunächst wählte er unter den bäuerlichen Kriegern jeden 9. Mann aus und ließ ihn in den Burgen wohnen. Die 8 übrigen sollten säen und ernten. Er gebot, dass die Gerichtstage und alle Märkte und Gastmähler in den Burgen abgehalten würden, mit deren Bau man sich Tag und Nacht beschäftigte, damit man im Frieden lerne, was man im Fall der Not gegen die Feinde zu tun hätte. Als Heinrich sich ausreichend gewappnet fühlt, wagt er die Schlacht. Bei Riade, einem heute vergessenen Ort an der Unstrut, kommt es im März 933 zum Zusammenstoß mit den bis dahin unbesiegten Ungarn. Die Sachsen, vereint mit den Thüringern, scharten sich zusammen, begannen mit ihnen einen Kampf, töteten die Anführer und zersprengten den Rest des westlichen Ungarnheeres über die ganze Gegend. Macht und Prestige hat Heinrich so weit gefestigt, dass er eine entscheidende Neuerung durchsetzen kann. Heute würde man Verfassungsänderung sagen. Nach seinem Tod soll das Reich nämlich nicht mehr, wie jahrhundertelang üblich, unter den Söhnen geteilt werden. Sein Sohn Otto wird alleiniger Nachfolger, als Heinrich 936 in seiner Pfalz Memleben stirbt. Und hinterließ diesem Sohn ein großes, weites Reich, welches er nicht von seinen Vätern ererbt, sondern durch eigene Kraft errungen und Gott allein ihm gegeben hatte. Schon für den Chronisten Widukind wird mit Heinrich dem I. ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen. Für die ottonischen Kernlande im heutigen Sachsen-Anhalt bedeutet der Aufstieg der Sachsenherzöge eine erste kulturelle Blütezeit. Quedlinburg als Stammsitz erhält eine mächtige Stiftskirche. Dort in der Krypta wurde Heinrich der Vogler beigesetzt. Gerade mal 24 Jahre ist Otto der Erste, als er in Aachen zum König gekrönt wird. Ein junger Mann von großer Statur. Seine Augen funkeln und strahlen einen besonderen Glanz aus. Sein Gang ist würdevoll. An Selbstbewusstsein und Entschlossenheit fehlt es ihm nicht. Das werden die Ereignisse der nächsten Jahre zeigen. Zur Krönung in der Aachener Marienkirche erscheint Otto in fränkischer Tracht. Er sieht sich in der Tradition Karls des Großen, das will er öffentlich bekunden. Im Säulenhof der Basilika setzen ihn die Herzöge des Reiches auf einen Thron und leisten ihm den Treueid. Otto ist damit gewählt und wird jetzt in die Kirche geleitet. Vor dem Altar überreicht ihm der Erzbischof von Mainz die Insignien der Macht, Zepter, Stab und Schwert. Mit einem heiligen Öl, das magische Kräfte verspricht, wird Otto gesalbt und mit einem Diadem gekrönt. Gott hat dich, Otto, auserkoren. Ihm bist du verpflichtet. Das ist die Aussage der Zeremonie. Ein Festmahl soll das feierliche Ritual abschließen. Dabei wird Otto, und das ist ungewöhnlich, von den Großen des Reiches bedient. Davon berichtet Widukind von Corvey. Der Herzog der Lothringer, Giselbert, ordnete die ganze Feier. Eberhard der Franke besorgte den Tisch und Hermann, der Herzog von Schwaben, führte die Mundschenken. Arnulf von Bayern aber sorgte für die Ritterschaft. Das Ritual ist bedeutsam. Nicht mehr mit den Herzögen, wie noch sein Vater Heinrich, sondern über die Herzöge will Otto regieren. Streit folgt auf dem Fuß, als der König seinen Herrschaftsanspruch in die Tat umsetzt. Durch eigenwillige Entscheidungen stößt er große Teile des hohen Adels vor den Kopf. Brüskiert wird sein Bruder Thankmar, der nicht Markgraf werden darf. Und Schande bringt er über Herzog Eberhard von Franken. Seine Anhänger wurden von Otto dazu verurteilt, Hunde nach Magdeburg zu tragen. Eine Demütigung sondergleichen in einer Gesellschaft, die auf Rang und Ehre beruht. Das Gewohnheitsrecht gebietet in einem solchen Fall den Waffengang, auch wenn es gegen den König geht, erklärt Professor Gerd Althoff.
weil sie ihre Ehre, die auf diese massive Art und Weise angegriffen worden ist, verteidigen müssen, sonst würden sie jedes Prestige verlieren, würden auch bei ihren eigenen Vasallen, Freunden, Verwandten ihr Gesicht wirklich verlieren. Und das erklärt wahrscheinlich auch den großen Zulauf, den diese sogenannten Aufstände, das sind ja eigentlich Fehdehandlungen, die Betroffenen handeln aus einem Rechtsgefühl, kann man direkt sagen, dass ihre Stellung unrechtmäßigerweise vom König tangiert worden ist, ihre Ansprüche sind nicht berücksichtigt worden und deswegen setzen sie sich bewaffnet zur Wehr. Doch während der Kämpfe kommt Ottos rebellischer Bruder Thankmar tragisch ums Leben. Nach der Eroberung einer Burg flieht er in eine Kapelle, ergibt sich und wird dennoch kaltblütig getötet. Doch der Aufstand ist damit längst nicht zu Ende. Denn jetzt verbündet sich Ottos Halbbruder Heinrich mit den Herzögen von Franken und Lothringen. Doch die Verschwörer haben kein Glück. Bei Andernach am Rhein werden die Herzöge Eberhard und Giselbert von Kriegern des Königs überrascht. Offenbar hatten sie gerade fröhlich getafelt. Herzog Eberhard wurde umringt und brach, nachdem er viele Wunden erhalten und mannhaft ausgeteilt hatte, endlich von Pfeilen durchbohrt zusammen. Giselbert aber bestieg fliehend mit mehreren anderen ein Boot. Dies aber ging überlastet unter. Der Herzog samt den übrigen versank und wurde nie wiedergefunden. Der Aufstand ist niedergeschlagen. Otto zieht Konsequenzen. Er beginnt jetzt, die hohen Ämter des Reiches mit Familienangehörigen und treuen Gefolgsleuten zu besetzen. Zur wichtigsten Stütze wird ihm sein jüngster Bruder Brun, den er als Erzbischof von Köln und wenig später als Herzog von Lothringen einsetzt. Ottos anderer Halbbruder Heinrich, der zuvor gegen ihn rebelliert und 941 sogar einen Mordanschlag auf den König geplant hatte, unterwirft sich. Die Versöhnung wird wieder als Ritual inszeniert. Ein wesentlicher Bestandteil der politischen Kultur des Mittelalters, sagt Professor Gerd Althoff. Dieses Konfliktende wird ritualisiert dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sich eine Partei der anderen zu Füßen wirft. Das Interessante dabei ist, dass in der Ottonenzeit eigentlich so gut wie immer dann die Person, die diese Genugtuungsleistung bekommt, scheinbar spontan, aber in Wirklichkeit vorweg besprochen, von Milde bewegt wird, den anderen zum Friedenskuss erhebt, den Konflikt beendet. Und wenn der König involviert ist, setzt er häufig sogar den anderen wieder in Amt und Würden entweder sofort ein oder nach einer kurzen Spanne einer symbolischen Haft oder Ähnlichem. Tatsächlich macht Otto den rebellischen Heinrich zum Herzog von Bayern. Getrieben von Ehrgeiz gerät Heinrich aber bald in Konflikt mit Ottos Sohn Liudolf. Der König selbst schlägt sich auf die Seite seines Bruders. Liudolf sieht sich in Rang und Ehre verletzt. Und so kommt es noch einmal, Anfang der 50er Jahre, zu einem großen Adelsaufstand gegen den König. Der Bürgerkrieg lockt allerdings einen gefährlichen Feind ins Land. Die Ungarn fallen in Bayern ein. Angesichts der Gefahr einigt sich Otto mit den Aufständischen. Gemeinsam rücken sie gegen den Feind vor. Am 10. August 955 stehen sich die beiden großen Heere auf dem Lechfeld bei Augsburg gegenüber. Vor der Schlacht spricht der König zu seinen Kriegern. Schämen müssten wir uns, wenn wir uns jetzt unterwerfen. Lieber wollen wir im Kampfe ruhmvoll sterben, meine Krieger, als in Knechtschaft leben oder gar wie böse Tiere durch den Strick enden. An Menge, ich weiß, übertreffen die Feinde uns, nicht aber an Tapferkeit. Jetzt lasst uns lieber mit dem Schwert als mit Worten die Verhandlungen beginnen. Der Sieg ist vollständig. Wieder hat Otto über seine Feinde triumphiert. Gott, so müssen die Menschen glauben, hat den König auserwählt. Er soll jetzt auch Gottes Statthalter werden, Kaiser über das Abendland. Thank you.
Sie ist jung, sie ist schön und sie hat eine Krone zu vergeben. Adelheid von Burgund, die Witwe des langobardischen Königs Lothar. Wer sie zur Frau erhält, dem gehört das reiche und kultivierte Oberitalien. Verwitwet ist auch Otto, König der Franken und Sachsen. Sicher, er ist der mächtigste Herrscher der lateinischen Christenheit, aber sein Land ist rau und unterentwickelt. Er selbst kann weder lesen noch schreiben. Adelheid dagegen ist weltgewandt und gebildet. Das wäre eine gute Partie. Zögerlich, so berichtet der Chronist Widukind, streckt Otto seine Fühler aus. Und da ihm die Tugend der vorgenannten Königin nicht verborgen blieb, beschloss er, sich nach Italien aufzumachen. Und als man in das Langobardenreich gekommen war, versuchte er durch Goldgeschenke die Liebe der Königin zu ihm zu erproben. Und als er das zuverlässig festgestellt hatte, nahm er sie zu sich als seine Frau. Geheiratet wird in der eindrucksvollen Stadt Pavia. Dort machen ihn die Italiener dank Adelheid auch zu ihrem König. Es ist der halbe Weg nach Rom. Denn nach der triumphalen Schlacht 955 gegen die Ungarn hat Otto ein Ziel. Er will sich vom Papst zum Kaiser krönen lassen, so wie einst Karl der Große. Das wäre ein ungeheurer Prestigegewinn. Professor Hagen Keller. Die Stellung als Kaiser weist ihm einen Rang zu, der über den Königen liegt. Das heißt nicht, dass er über andere Könige herrscht, aber das ist sozusagen eine Stufe, mit der er auch eine Gleichstellung erreicht mit Karl dem Großen. Das Ziel rückt in greifbare Nähe, als Papst Johannes XII., ein leichtlebiger 25-jähriger Jüngling, in Schwierigkeiten gerät. Der ehrgeizige Fürst Berengar bedroht das päpstliche Rom. Otto soll helfen und als Gegenleistung die Kaiserkrone empfangen. Ein großes Heer aus allen Teilen des Reiches macht sich im August 961 auf den beschwerlichen Weg über die Alpen. Am 2. Februar 962 endlich zieht Otto mit seinen Kriegern in Rom ein. Noch am selben Tag wird er vom Papst zum Kaiser gekrönt. Ort des Geschehens ist die Peterskirche, die damals schon gigantische Ausmaße hatte, sagt Dr. Wolfgang Huschner vom Deutschen Historischen Institut in Rom. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Petersplatz und sehen die Fassade der neuen Peterskirche vor uns. All das muss man sich wegdenken, wenn man zurück in die Zeit der Ottonen gehen will. Allerdings die Ausmaße der großen Vatikanischen Kirche, die hatte auch schon die alte Peterskirche erreicht, fast erreicht jedenfalls. Es war eine fünfschiffige Basilika. Ausgeschmückt war der Innenraum vor allen Dingen mit Mosaiken, mit Marmor, mit Wandteppichen und auch mit Edelsteinen. Als Kaiser ist Otto Schutzherr über die gesamte lateinische Christenheit. Eine besondere, sakrale Erhabenheit nimmt Otto jetzt für sich in Anspruch. Zum Ausdruck kommt das auf seinen Urkunden. Das Siegel zeigt den Herrscher nicht mehr wie vorher im seitlichen Profil. Seit 962 schaut der Betrachter dem Kaiser direkt in die Augen. So wurde bislang nur Christus dargestellt. Unter Otto dem Großen wird nun eine frontale Darstellung gewählt, die ihn als, ja, von Gott eingesetzt, als Statthalter Christi auf Erden zeigt. Für Professor Hagen Keller ist an Ottos Kaiserkrönung noch etwas anderes bemerkenswert. Zum ersten Mal im Abendland wird eine Frau zur Mitkaiserin erhoben. Tatsächlich hat Adelheid auch großen Anteil an den Regierungsgeschäften, sagt Dr. Gerlinde Schlenker. Wir wissen, dass sie zum Beispiel, wenn Gäste am Hof gewesen sind, dass sie als Dolmetscherin gewirkt hat. Ja, sie hat ja mehrere Sprachen sprechen können, was Otto der Große ja nicht konnte. Und sie hat die ausländischen Gesandten begrüßt, auf Italienisch, auf Französisch. Wahrscheinlich ist es Adelheid zu verdanken, dass Otto noch im vorgerückten Alter lesen und schreiben lernt. Überhaupt macht Italien mit seiner höheren Kultur großen Eindruck auf die grobschlächtigen Germanen. Und durch die Kaiserpolitik der Ottonen kommen in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Sachsen, Franken, Bayern, Schwaben und Lothringer in das wundersame Land. Und so können Sie davon ausgehen, dass ganz viele Leute mit eigenen Augen
die Kirchen dort gesehen haben, die Landschaft, wie Leute leben, andere Formen des städtischen Wohnens, sicher auch andere Formen, das Land zu bebauen. Der Kulturtransfer von Süd nach Nord ist allerdings nicht nur ideell. Die ottonischen Krieger lassen einiges mitgehen. Besonders reizvoll sind die Reliquien, die Körper von toten Heiligen, die manchmal bei Nacht und Nebel gestohlen werden. Ein italienischer Mönch klagt sein Leid. Wehe, Roma! Jetzt hat dich der sächsische König genommen. Der nimmt nicht nur Gold und Silber. Er lässt ganze Säulen nach Magdeburg bringen. Dort sind sie noch heute zu bestaunen. Dr. Matthias Puhle. Wir stehen hier im hohen Chor des Magdeburger Domes und schauen auf die antiken Säulen, die Otto der Große von Italien nach Magdeburg gebracht hat. Dieser Transfer sollte symbolisieren, dass das Römische Reich von Italien in den Norden gewandert war und dass Otto der Große nun also Nachfolger von Julius Caesar, von Augustus, von Konstantin dem Großen und von Karl dem Großen geworden war. Mit Magdeburg haben Otto und Adelheid noch einiges vor. Aus der Königspfalz soll eine Metropole werden, Sitz eines Erzbistums und Ausgangspunkt für die Missionierung der heidnischen Slawen. Denn den Glauben zu schützen und zu fördern gehört zu den wichtigsten Aufgaben eines christlichen Kaisers. Wenn es um ihre teure Freiheit ging, wählten die Slawen lieber den Krieg als den Frieden und achteten alles Elend gering. Wahrlich, viele Tage gingen in wechselvollen Kämpfen dahin. Die einen kämpften für ihren Kriegsruhm und die Ausdehnung ihrer Herrschaft, die anderen aber für ihre Freiheit und gegen die schlimmste Sklaverei. Mit großer Anerkennung spricht der Chronist Widukind, selbst ein stolzer Sachse, über die freiheitsliebenden Slawen. Die heidnischen Völkerschaften leben östlich von Elbe und Saale. Abodriten, Liutizen, Heveller, Sorben und Daleminzer, seltsame Namen haben diese Stämme. Mit den christlichen Sachsen leben sie in einer schwierigen Nachbarschaft. König Heinrich hatte in den späten 20er und 30er Jahren des 10. Jahrhunderts mehrere Kriegszüge gegen die Slawen geführt. Professor Christian Lübcke. Das heißt, diese slawischen Stämme wurden durch Kriegszüge unterworfen. Sie mussten aus ihrer Oberschicht Geiseln stellen, die das zukünftige Wohlverhalten sicherstellen sollten. Und sie mussten Tribut zahlen als Zeichen der Anerkennung der Oberherrschaft des Königs. Heinrichs Sohn Otto begnügt sich nicht mehr mit Tributzahlungen. Er will die slawischen Nachbargebiete beherrschen. 955 zieht er mit einem großen Heer ins Land der Abodriten, ins heutige Mecklenburg. Es erschien auch eine Gesandtschaft des Barbarenfürsten Stoinev mit der Botschaft, seine Bundesgenossen wollten, wie üblich, ihren Zins entrichten, aber die Herrschaft über ihr Land selbst behalten. Unter dieser Bedingung wollten sie Frieden, sonst würden sie für ihre Freiheit mit den Waffen kämpfen. Otto lehnt das Angebot des Abodritenfürsten Stoinev ab. Es kommt zu einem grausamen Gemetzel, bei dem die Slawen hoffnungslos unterlegen sind. Am selben Tag wurde das Lager der Feinde gestürmt und viele Menschen getötet oder gefangen genommen. Das Morden währte bis tief in die Nacht. Am nächsten Morgen wurde der Kopf des Fürsten Stoinev auf dem Schlachtfeld ausgestellt und um ihn herum 700 Gefangene enthauptet. Ein unglaubliches Massaker. Und diejenigen, die es überlebt haben, müssen damit rechnen, als Sklaven verkauft zu werden. Der Sklavenhandel hat eine ganz wesentliche Rolle gespielt im 10. Jahrhundert. Das Zentrum des Sklavenhandels ist Prag gewesen. Und man hat mit Sicherheit slawische Sklaven auch aus dem Elbslawengebiet über die Elbe zum Beispiel auf dem Schiffsweg nach Prag gebracht. Ein lukratives Geschäft, sagt Professor Christian Lübcke, nicht zuletzt für die mächtigen Markgrafen, die Otto in den unterworfenen Gebieten einsetzt. Zur Legende geworden ist der gefürchtete Markgraf Gero, ein kriegerischer Abenteurer.
Sein Herrschaftsgebiet hat er in fortwährenden Kämpfen vom Havelland bis nach Meißen ausgedehnt. Ohne Skrupel soll er nach einem Gastmahl 30 slawische Fürsten heimtückisch ermordet haben. Gero ist aber nicht nur gewalttätig, sondern zugleich tief religiös. Kein Widerspruch zu dieser Zeit. In dem Dorf Gernrode im Harz, das nach ihm benannt ist, lässt er sich eine großartige Stiftskirche bauen. Dort finden wir heute noch sein Grab. Wir stehen hier vor dem zweiten Grabmal vom Markgraf Gero, entstanden 1519. Das erste war einmal ebenerdig, das heutige ist eine Sandsteintumba, ein Hochgrab. Diese Grabplatte hat man im 19. Jahrhundert angehoben, darunter befand sich ein Bleisarg. Auch den hat man geöffnet und dann die Restgebeine anthropologisch untersucht und dabei eine Gesamtkörperhöhe von 1,83 Meter festgestellt. Für damalige Verhältnisse war Markgraf Gero also ein Hüne. Otto der Große lässt seine noch gewaltigere Kirche in Magdeburg errichten. Schon 937 gründet er dort das Moritzkloster. Die Benediktiner werden mit Ländereien und Privilegien überschüttet. Dahinter steckt ein ehrgeiziges Projekt, das Otto nach seiner Kaiserkrönung 962 mit großer Leidenschaft vorantreibt. Magdeburg soll Erzbistum werden, dazu bestimmt, die heidnischen Slawen zu missionieren. Da muss man eigentlich fragen, was ist mit Mission gemeint? Ist es die wirkliche Sorge um das Seelenheil dieser heidnischen Bevölkerung? Und wenn man danach fragt, dann muss man eher sagen, dass offenbar diese Sorge nicht besonders groß gewesen ist. Es steht doch sehr stark der Aspekt im Vordergrund, dass man diese Länder befrieden will, dass man die Kirche mit einbezieht in die gesamte Strategie zur Beherrschung und zur Integration der slawischen Länder in die Verwaltungsstrukturen des Ottonischen Reiches. Die slawischen Stämme selbst sind auch kaum bereit, sich missionieren zu lassen. Ihre religiösen Vorstellungen sind ganz anders geartet. Sie kennen nicht, wie das Christentum, einen einzigen, allgewaltigen Gott. Bei den Slawen besitzt jede Sippe ihre eigenen Gottheiten, die an heiligen Orten verehrt werden. Dabei sind die Lebensbedingungen von Slawen und Sachsen so unterschiedlich nicht. In vielen Dörfern wohnen beide Volksgruppen sogar zusammen. Offenbar kommen dort die Menschen ohne größere Schwierigkeiten miteinander aus. Überhaupt ist der Austausch vielfältig, besonders an den Grenzflüssen Elbe und Saale. Also die Flüsse sind nicht nur eine Trennungslinie gewesen, sondern auch eine Verbindungslinie. Und wir müssen ja auch auf jeden Fall damit rechnen, dass auf diesen Flüssen auch Handel getrieben worden ist und dass diese Händler auch auf beiden Seiten der Flüsse natürlich angelegt haben. Zu einem wichtigen Handelsplatz an verkehrsgünstiger Stelle entwickelt sich Magdeburg. Nach der Gründung des Erzbistums 968 nimmt der Ort einen bedeutenden wirtschaftlichen Aufschwung. Nicht zuletzt dank der slawischen Nachbarn, die für den Magdeburger Markt Honig, Bienenwachs und Pelze liefern. Im Sommer 972 macht ein Skandal im Ottonischen Reich die Runde. Markgraf Hermann Billung, der getreue Statthalter Ottos des Großen in Sachsen, habe sich in Magdeburg in das Bett des Kaisers gelegt. Zudem, so heißt es, sei der Herzog vom Oberhaupt der Stadt, Erzbischof Adalbert, wahrlich kaiserlich empfangen worden. Bei einem Festessen mit hochrangigen Gästen habe Hermann sogar auf dem Stuhl Ottos Platz genommen. Der Kaiser selbst weilt schon seit Jahren in Italien. Als er dort von der Unverfrorenheit erfährt, ist er zunächst außer sich, verurteilt den Erzbischof dann aber zu einer recht milden Strafe. Davon berichtet der Chronist Tietmar von Merseburg. Da befahl der erhabene Kaiser, der Erzbischof solle ihm so viele Pferde nach Italien schicken, wie er dem Herzog habe Glocken läuten und Kronleuchter anzünden lassen. Tatsächlich hatten die beiden Schuldigen, Erzbischof und Herzog, den Skandal absichtlich provoziert. Otto sollte endlich aus Italien zurückkommen.
Das war der Sinn der Inszenierung, denn ein Herrscher musste Präsenz zeigen, sagt Professor Gerd Althoff. Der abwesende König war keiner. Ja, aber wenn Sie sich überlegen, dass Otto der Große von seinen letzten 12 Regierungsjahren 10,5 so ungefähr in Italien war und 1,5 im Reich, dann ist ja klar, dass das als ein Mangel empfunden wurde und dass man sich den König zurückwünschte. Um für Frieden zu sorgen, um anstehende Konflikte zu schlichten, brauchte man den König. Otto, so scheint es, hat die Botschaft wohl verstanden. Noch im gleichen Sommer 972 macht sich der Kaiser mit seinem Gefolge auf den Weg. Ravenna und Mailand sind die ersten Stationen. Dann geht es mühsam über die Alpen. Von Konstanz am Bodensee gelangt der Hof schließlich nach Ingelheim am Rhein. Es ist eine Herrschaft auf Reisen, von Pfalz zu Pfalz. An allen wichtigen Orten trifft sich Otto mit dem hohen Adel und Vertretern der Kirche. Herrschaft vollzieht sich gerade im 10. Jahrhundert mündlich persönlich in einer geradezu unablässigen Folge von Beratungen. Der König reist im Land umher, um mit seinen Großen, die dann zu ihm kommen, auf einem Hofdach nach dem anderen immer wieder zu beraten. Und das ist eine wichtige Bindung der Königsherrschaft im gesamten Mittelalter, dass der König eigentlich ohne die Beratung mit seinen Getreuen nichts tut. Dem Anspruch des hohen Adels auf Teilhabe an der Macht wird so Genüge getan. Aber auch die Kirche will bei Entscheidungen mitwirken. So sind jetzt im September 972 alle Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte des Reiches nach Ingelheim gekommen. Beraten wird über die Neubesetzung des Bischofsstuhls in Augsburg. Otto präsentiert seinen Kandidaten, der jedoch von den hohen Kirchenvertretern rundweg abgelehnt wird. Die Bischöfe haben eben doch ihren eigenen Kopf und setzen den auch gegebenenfalls durch. Andererseits wird die Kirche von Otto ganz bewusst und in großem Stil in die Ausübung der Herrschaft einbezogen. Die Bistümer erhalten riesige Ländereien, dürfen Einkünfte und Abgaben einstreichen. Dafür müssen sie aber auch die Gerichtsbarkeit ausüben, im Kriegsfall große Reiterkontingente stellen und wenn nötig den königlichen Hof bewirten. Jener Kaiser hatte für jeden Tag folgenden Speisevorrat: 1000 Schweine und Schafe, 10 Fuder Wein, 10 Fuder Bier, 1000 Malterkorn, 8 Rinder und außerdem noch Hühner, Ferkel, Fische, Gemüse und anderes mehr. Ein Mönch beklagt sich über den ungeheuren Bedarf des königlichen Hofes. Die etwa 1000 Personen dauerhaft zu versorgen, übersteigt die Grenzen der frühmittelalterlichen Landwirtschaft. Auch deshalb muss der König reisen. Seine Ankunft wird schon Wochen vorher durch Boten angekündigt. Bauern aus der ganzen Umgegend schaffen dann Vieh, Getreide, Bier und Wein heran. Das Leben auf einer ottonischen Pfalz können wir in dem kleinen Dorf Teleda am Köfhäuser nachempfinden. Wir befinden uns jetzt auf der Hauptburg der Königspfalz Teleda und hinter mir sehen Sie das sogenannte Palladium mit dem Wohnturm des Königs, der Pfalzkirche und dem Palastgebäude, in dem der Herrscher sich tagsüber aufgehalten hat und seinen Regierungsgeschäften nachgegangen ist. Ein anstrengendes Leben führt Otto der Große, auch im Alter noch ständig zu Pferde. Die Bandscheiben sind arg strapaziert. Sein Haar ist jetzt grau geworden. Nachts redet er im Schlaf. Viele harte Entscheidungen musste er in seinem Leben treffen. Zwei seiner Brüder und sogar sein eigener Sohn hatten sich gegen ihn verschworen. Unzählige Kriegszüge hat er geführt, aber auch viel diplomatisches Geschick bewiesen, seine Ziele immer fest im Blick. Otto, der Sachse aus dem kargen Norden, hat Italien gewonnen und ist Kaiser geworden, so wie sein Vorbild Karl der Große. Seinen letzten großen Hoftag hält der mächtigste Herrscher seiner Zeit zu Ostern 973 in Quedlinburg. Hier fanden sich auf Anordnung des Kaisers ein die Herzöge von Polen und Böhmen, dazu die Gesandten der Griechen, der Italiener, Ungarn, Bulgaren, Dänen, Slawen und alle Großen aus dem gesamten Königreich. Alle Fragen fanden eine friedliche Schlichtung und man kehrte, mit reichen Gaben beschenkt, frohgemut heim. Hier
Hiernach geht es wieder auf die Reise. Über Merseburg gelangt der Tross Anfang Mai 973 zur Pfalz Memleben. Dort, wo einst der Vater Heinrich gestorben war, verbringt auch Otto seine letzten Stunden. Der Mönch Widukind berichtet. Am Abend begann er zu fiebern und sich matt zu fühlen. Als dies die umstehenden Fürsten bemerkten, setzten sie ihn auf einen Sessel. Er begehrte das Sakrament, nahm es und übergab dann ohne Seufzer mit großer Ruhe den letzten Hauch dem barmherzigen Schöpfer aller Dinge. Der Kaiser tritt die letzte Reise an. Sein Leichnam wird nach Magdeburg gebracht und dort beigesetzt. In der Stadt, die er am häufigsten besucht und am meisten gefördert hat. Glücklich war seine Jugend, jedoch am Ende seines Lebens suchte ihn das Unglück heim. So urteilt der Chronist Tietmar von Merseburg über Kaiser Otto II. Ein unglücklicher Herrscher, darüber sind sich die Geschichtsschreiber seit 1000 Jahren nahezu einig. Nur eine kurze Regierungszeit war ihm gegeben, an deren Ende standen die zwei blutigsten Niederlagen der frühen deutschen Geschichte. Er steht im Schatten seines erfolgreichen und übermächtigen Vaters. Dabei hatte er den Ehrgeiz, Otto den Großen noch zu übertreffen. Auf das unser Reich, durch göttliche Lenkung gestützt und gestärkt, nicht nur in der Gegenwart in seinem alten Glanze blühe, sondern durch die Fügung Gottes die Grenzen der väterlichen Majestät übersteigen möge. Stärker noch als sein Vater betont Otto II. Den kaiserlichen Herrschaftsanspruch. Romanorum Imperator Augustus nennt er sich, erhabener Kaiser der Römer. Diesen Titel hatte sein Vater Otto der Große bewusst vermieden. Denn schließlich gibt es noch einen zweiten Kaiser der Römer, der mächtige Basileios von Byzanz. Zu Recht sieht sich der griechische Herrscher als wahrhafter Nachfolger der antiken römischen Kaiser. Und seinen Titel lässt er sich schon gar nicht von einem dahergelaufenen Barbaren streitig machen. Nach langwierigen Verhandlungen erreichte Otto der Große ein Jahr vor seinem Tod doch noch die Anerkennung. Der Kaiser in Byzanz schickt seine Nichte Theophanu. Otto II. Erhält sie 972 zur Frau. Das junge griechische Mädchen wird die Geschicke des Reiches bald mitbestimmen. Es war natürlich günstig, dass sie jetzt die Chance hatte, in eine Phase zu gelangen, wo ihr Regierungsvollmachten eingeräumt wurden. Sie ist ja 972 nicht zur Königin erhoben worden, sondern sie ist ja gleich zur Kaiserin, zur Mitkaiserin erhoben worden. Es hat den Anschein, so Dr. Gerlinde Schlenker, als hätten sie sich gut verstanden, Theophanu und Otto II. Beide sind klug, gebildet und willensstark. Und beide zusammen setzen neue Akzente. Kurzerhand aufgelöst wird das Bistum Merseburg. Für den Bischof Tietmar von Merseburg ist das der Anfang vom Übel. Ein schwerer Sündenfall. Allen Kundigen ist jedoch klar, seitdem Merseburg kläglich Einbuße erleiden musste, da wich der heilige Friede aus unserem Land und überall herrschten die Feinde. Die Feinde, von denen Tietmar spricht, sitzen im Süden Italiens. Es sind die Sarazenen. Die Araber haben Sizilien unterworfen und dringen jetzt auf das Festland vor. Die Gebiete gehören eigentlich seit alters her dem Kaiser in Byzanz. Ein Grund mehr für Otto II. In den Krieg zu ziehen und dort sein Kaisertum zur Geltung zu bringen. Und er würde durch einen eigenen Erfolg mit seinem übermächtigen Vater gleichziehen, Otto den Großen sogar noch übertreffen. Der Kaiser versammelt das größte Heer, das die Ottonen jemals aufgeboten haben. Aus allen Teilen des Reiches ziehen die Panzerreiter nach Kalabrien. Als der Emir von Sizilien von dem herannahenden Heer erfährt, ruft er den Dschihad, den Heiligen Krieg, aus. Am 13. Juli 982 kommt es an der Südspitze Italiens
bei dem Ort Cotrone, zur Schlacht. Zunächst schloss der Kaiser die Sarazenen in einer Burg ein und zwang sie völlig geschlagen zur Flucht. Als sie sich dann auf offenem Felde zum Kampf stellten, tötete Otto in mutigem Angriff eine gewaltige Zahl und rechnete mit ihrer Niederlage. Doch ganz unvermutet sammelten die Sarazenen sich wieder, drangen geschlossen auf die unsrigen ein. Welch ein Unglück! Und machten sie vollständig nieder. Eine verheerende Niederlage. Tot auf dem Schlachtfeld liegen die Väter und Söhne der vornehmsten Familien des Reiches. Otto selbst kommt nur knapp mit dem Leben davon. Geschlagen zieht er zurück nach Rom. Dort ereilt ihn bald die Nachricht von einer zweiten Katastrophe. An der Elbe haben sich die Slawen erhoben. Unter dem Banner ihrer heidnischen Götzen ziehen sie mordend durch das Land. Die Schandtaten begannen am 29. Juni mit der Ermordung der Besatzung von Havelberg und der Zerstörung des dortigen Bischofssitzes. 3 Tage später überfielen die Slawen das Bistum Brandenburg. Die dortigen Priester wurden gefangen und Dodilo, der verstorbene Bischof, aus seiner Gruft gerissen. Anstelle Christi wurden dort fortan verschiedene Kulte teuflischen Aberglaubens gefeiert. Die Gebiete nördlich und östlich von Magdeburg sind dahin. Was Großvater und Vater dort aufgebaut hatten, ist jetzt verloren. Und verblasst ist auch der Nimbus der Unbesiegbarkeit der ottonischen Panzerreiter. Ausgerechnet gegen die heidnischen Slawen und Sarazenen hat der Schutzherr der lateinischen Christenheit bittere Niederlagen erleiden müssen. Das fällt auf den Kaiser persönlich zurück. Professor Hagen Keller. Für Otto II. War das ein Prestigeverlust. Er ist danach fast isoliert. Bis zu seinem Ende hat er sich nicht davon erholt. Es ist konkret so, dass Otto II. In den Monaten danach keinen Hoftag hält, keine Urkunden ausstellt. Das ist ganz ungewöhnlich. Gott hat dem Kaiser seine Gunst entzogen, so glauben die Menschen, und müssen sich darin bestätigt fühlen, als Otto II. Mit 28 Jahren überraschend in Italien stirbt. Er war selbstbewusst und durchsetzungsfähig, ähnlich wie der Vater Otto der Große. Vielleicht hatte er seine Ziele in Süditalien zu weit gesteckt. Der Erfolg blieb ihm versagt. Ein neuer Kriegszug, um die Schmach von Cotrone wettzumachen, blieb in den Vorbereitungen stecken. Den Leichnam Ottos ließ seine Frau Theophanu in der Peterskirche in Rom bestatten. Die junge Kaiserin stand jetzt allein da. Ihr Sohn, der Thronfolger, war ein 3-jähriges Kind. In den Weihnachtstagen 983 herrscht im Königspalast in Pavia eine düstere Stimmung. Kaiser Otto II. Ist tot. Bestürzt nimmt die Mutter, Kaiserin Adelheid, die Nachricht auf. Ihre griechische Schwiegertochter, Kaiserin Theophanu, ist zu ihr geeilt. Zu Lebzeiten Ottos hatten sie manchen schweren Streit miteinander. Jetzt vereint sie die Trauer und die Sorge, was aus dem Reich werden soll. Der Thronfolger ist noch ein Kind. Ihm müssen sie die Herrschaft sichern. Das nehmen sich die beiden mächtigen Frauen gemeinsam vor. Während die Frauen in Pavia ihr Bündnis schmieden, wird zur gleichen Zeit in Aachen der 3-jährige Otto III. Gekrönt. Aus der Hand der Erzbischöfe von Mainz und Ravenna empfängt das Kind die Insignien der Macht. Noch weiß hier niemand, dass sein Vater vor 3 Wochen gestorben ist. Als die Krönungszeremonie gerade zu Ende war, platzte ein Bote herein mit der Trauerkunde vom Tod des Kaisers. Das bereitete dem Freudenfest ein jähes Ende. Wer sollte für das 3-jährige Kind die Regentschaft übernehmen? Der nächste männliche Verwandte ist ein Cousin des verstorbenen Kaisers. Ihm hat die Geschichte den Namen Heinrich der Zänker gegeben. Wegen seiner Aufsässigkeit war er von Otto II. Zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
Jetzt ist der Herzog wieder frei und es gelingt ihm, den kleinen Thronfolger in seine Gewalt zu bringen. Strebt er selbst nach der Königswürde? So jedenfalls gebärdet sich Heinrich auf einem Hoftag in Quedlinburg. Offenbar ein großer Fehler, wie Dietmar von Merseburg berichtet. Viele der Versammelten, die aus Gottesfurcht nicht treubrüchig werden wollten, verließen den Ort und begaben sich zur Asselburg, wo sich andere Gleichgesinnte bereits gegen Heinrich zusammengetan hatten. Der Widerstand gegen den ehrgeizigen Zänker wächst. An der Spitze stehen Erzbischof Willigis von Mainz und Bischof Hildebald von Worms. Sie sind mit Adelheid und Theophanu freundschaftlich verbunden und unterstützen die beiden Frauen. Dem aufsässigen Heinrich wird schließlich ein Kompromiss vorgeschlagen. Die Kaiserinnen sollen die Regentschaft für den minderjährigen Otto übernehmen. Als Gegenleistung bekäme er das Herzogtum Bayern. Heinrich akzeptiert und liefert das Kind an Mutter und Großmutter aus. Es war schon etwas ungewöhnlich, dass nach dem Tode Ottos II. Heinrich der Zänker sich nicht durchsetzen kann. Und er kann sich nicht durchsetzen, weil eben die Kaiserin Theophanu, die Kaiserin Adelheid da gewesen sind und weil Willigis von Mainz und Hildebert von Worms diesen beiden Frauen das Recht einräumten, die vormundschaftliche Regierung auszuüben. Theophanu und Adelheid regieren zunächst gemeinsam. Doch das kann nicht lange gut gehen. Zu unterschiedlich, meint Dr. Gerlinde Schlenker, sind die Temperamente und zu unterschiedlich die politischen Vorstellungen. Die Schwiegermutter besitzt immense Ländereien und verschenkt nach Herzenslaune immer mehr Güter an die Kirche. Die Adelheid war zweimal Witwe und hat an sich gelebt für die Vergangenheit. Sie hat Klöster gegründet, sie wollte jetzt mit dem Witwengut noch etwas schaffen. Während die Kaiserin Theophanu für ihren Sohn so viel wie möglich erhalten wollte. Und deshalb konnte sie auch nicht gestatten, dass die Adelheid ihm so viel verschenkt hat. Theophanu, die willensstarke Griechin, setzt sich schließlich durch. Ihre Schwiegermutter verlässt resigniert den Hof und zieht sich auf ihre Ländereien in Italien und Burgund zurück. Allein führt Theophanu nun die Regierungsgeschäfte. Klug, vorausschauend und diplomatisch geht sie vor. Aus den Querelen um den Königsthron in Frankreich, durch die auch das Herzogtum Lothringen bedroht wird, hält sie sich geschickt heraus. Ihr ist es gelungen, zu ihrer Zeit keine größeren Kriege zu führen, sondern eben auf diesem diplomatischen Weg alles zu erreichen. Sie hat Lothringen gesichert, sie hat auch ein gutes Verhältnis zu Italien und sie hat auch zu Polen bzw. den Böhmen ein gutes Verhältnis geschaffen. Und selbstbewusst ist die Byzantinerin. Auf Urkunden, die sie während einer Italienreise ausstellt, nimmt sie den männlichen Kaisertitel an und nennt sich Theophanius Imperator Augustus. Theophanu ist auf dem Höhepunkt ihrer Macht, als sie ein Jahr später, im Juni 991, in der Pfalz Nijmegen überraschend stirbt. Wohl war sie vom schwachen Geschlecht, doch waren ihr Zucht, Festigkeit und ein trefflicher Lebenswandel zu eigen. So urteilt Dietmar von Merseburg. Dagegen streut der Chronist Odilo von Cluny, ein Freund und Berater der Kaiserin Adelheid, üble Gerüchte über Theophanu. Mehrere Liebschaften sagt er ihr nach. Außerdem habe sie die Kaiserin Adelheid in den Ruin treiben wollen. Falls ich noch ein Jahr lang lebe, wird Adelheid über nicht mehr Besitz verfügen, als die Spanne einer Hand umfasst. Diesen böswilligen Satz legt der Chronist der Theophanu in den Mund. Er beweist vor allem eines: Der Hass zwischen Adelheid und ihrer Schwiegertochter muss groß gewesen sein. Dabei haben beide Frauen ungewöhnlich viel geleistet. In schwieriger Zeit führten sie die Regierungsgeschäfte mit sicherer Hand. Weder davor und danach in der deutschen Geschichte hatten zwei Frauen, noch dazu Ausländerinnen, eine solche Machtfülle. Nach dem Tod Theophanus kehrt die 60-jährige Adelheid, Witwe Ottos des Großen, noch einmal zurück an die Spitze des Reiches. Ihr obliegt jetzt die Erziehung des jungen Königs. Der Sohn der Byzantinerin ist ein vielversprechendes Kind, das in wenigen Jahren volljährig wird.
Pfingsten im Jahre 1000. In der Marienkirche in Aachen spielt sich eine finstere Szene ab. In aller Heimlichkeit öffnet Kaiser Otto III., umgeben von wenigen Getreuen, das Grab Karls des Großen und macht sich an der Leiche zu schaffen. Als wir dann zu Karl hereinkamen, empfanden wir einen sehr starken Geruch. Von seinen Gliedern war bis dahin nichts durch Verwesung vernichtet, außer dass von seiner Nasenspitze etwas fehlte. Kaiser Otto bekleidete den Verstorbenen mit weißen Gewändern und schnitt ihm die Fingernägel. Aus dem Munde Karls zog er einen Zahn und steckte ihn ein. Dann ließ er die Grabplatte wiederherstellen und verließ den Ort. Was sucht der 20-jährige Herrscher im Grab Karls des Großen? Will er ihm seine Aufwartung machen, so wie einst Cäsar, als er das Mausoleum Alexanders des Großen öffnen ließ? Oder plant Otto, seinen Vorgänger, den großen Karl, heilig sprechen zu lassen? Rätselhaft und faszinierend ist dieser jugendliche Kaiser. Ein Herrscher, der auf Pilgerreisen geht und dabei barfuß und im Büßergewand auftritt. Seine tiefe Frömmigkeit setzt er nicht ohne machtpolitisches Kalkül in Szene. Wenn Otto sich als Knecht Jesu Christi bezeichnet, dann betont er auf besondere Weise die sakrale Würde seines Kaisertums. Ein sendungsbewusster und hochgebildeter Herrscher, wie ihn das Mittelalter davor und selten danach gesehen hat. Professor Gerd Althoff. Er hatte berühmte Lehrer, Bernward von Hildesheim, auch offensichtlich Griechen. Er war ansprechbar und auch fasziniert von Gelehrten der Zeit, unabhängig von ihrer Nationalität, hat im Unterschied zu den anderen Ottonen also wirklich Gelehrte um sich gesammelt, die von ihm fasziniert waren und die er faszinierend fand. Eine dieser Persönlichkeiten, die auf Otto großen Eindruck machen, ist Bischof Adalbert von Prag. Bis tief in die Nacht dauern ihre Gespräche. Dabei führt der fromme Bischof dem Kaiser die Vergänglichkeit des irdischen Daseins vor Augen. Er solle bedenken, dass auch er nur ein Mensch sei und als solcher sterben müsse, dass seine Schönheit zu Asche, zur Verwesung und zur Speise der Würmer werde. Nur ein Jahr später stirbt Bischof Adalbert auf einer Missionsreise in Polen. Otto entschließt sich, zum Grab des Märtyrers nach Gnesen zu pilgern. Mit dem polnischen Herzog Bolesław Chrobry ist der Kaiser freundschaftlich verbunden. Bolesław strebt nach der Königswürde. Vor allem aber will er ein Erzbistum errichten, Ausgangspunkt für eine eigene polnische Landeskirche. Otto wiederum treibt die Idee, sein Kaisertum in Polen und Ungarn, den neuen christlichen Ländern in Mittelosteuropa, zur Geltung zu bringen. So kommt ein Bündnis zustande, das im Jahre 1000 in Gnesen feierlich besiegelt wird. Professor Christian Lübcke. Otto III. Ist offenbar bereit, also auf diese Wünsche der im Osten des Reiches neu entstandenen Staaten einzugehen, ja sogar die Repräsentanten dieser Staaten in sein neues Reichskonzept mit aufzunehmen und eventuell mit einer Königskrone zu versorgen. Otto, der Kaiser, hoch oben in besonderer sakraler Erhabenheit und darunter die Fürsten und Könige des lateinischen Abendlandes. Das ist Ottos großer Entwurf, an dem er und seine intellektuellen Berater arbeiten. Mit einigem Erfolg, denn auch der ungarische König Stefan gelangt alsbald in den Rang eines Cooperator Imperii, eines Mitarbeiters des Reiches. Doch was wäre ein Reich ohne Mittelpunkt? Rom, die ewige Stadt, soll in neuem Glanz erblühen. Die Antike hat es dem jungen Kaiser angetan. Und genau dort, wo einst Julius Caesar und Augustus residierten, baut sich Otto eine neue Pfalz. Dr. Wolfgang Huschner vom Deutschen Historischen Institut in Rom. Wir befinden uns hier mitten auf dem Palatin. Wahrscheinlich ist die Pfalz Ottos III. Im Verlauf des langen Aufenthaltes in Rom errichtet worden. Nach dessen Fertigstellung residierte Otto III., wie zuvor die römischen Kaiser, auf dem vornehmsten Hügel Roms, der inzwischen eine lange kaiserliche Tradition besaß. Renovatio Imperii Romanorum.
Das Reich der Römer will Otto erneuern, doch die Römer selbst verweigern sich. Otto hat seinen Freund Gerbert von Aureliac, den gebildetsten Mann seiner Zeit, als Papst eingesetzt. Das jedoch trifft den Nerv des römischen Stadtadels, der darauf pocht, die Päpste aus seinen Reihen zu stellen. Nicht zum ersten Mal formiert sich in Rom der Widerstand gegen die ottonische Fremdherrschaft. Jetzt allerdings ist der Kaiser ohne Schutz. Sein Heer lagert weit vor den Toren der Stadt. Als seine neue Pfalz auf dem Palatin belagert wird, tritt Otto der Meute entgegen. Seid ihr nicht meine Römer? Euretwegen habe ich mein Vaterland verlassen. Und aus Liebe zu euch habe ich meine Sachsen, meine Deutschen, mein eigenes Blut gering geachtet. Euch habe ich allen anderen vorgezogen. Und dafür habt ihr mich jetzt ausgeschlossen und meine Freunde grausam umgebracht. Das scheint die Römer zu beeindrucken. Die Lage beruhigt sich so weit, dass Otto die Stadt verlassen kann. Mit einem großen Heer will er aber zurückkehren und ein Strafgericht an denen abhalten, die seine kaiserliche Würde missachtet, ihn persönlich gedemütigt haben. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Ende Januar des Jahres 1002 stirbt der Kaiser unweit von Rom an Malaria. Otto III. Ist noch keine 22 Jahre alt geworden. Wofür mag Gott ihn wohl gestraft haben? Das fragen sich die Menschen. Ein ganzes Register von Verfehlungen stellt der Geistliche Brun von Querfurt zusammen. Das war die Sünde des Kaisers. Das Land seiner Geburt, das liebe Deutschland, wollte er nicht einmal mehr sehen. So groß war die Sehnsucht, in Italien zu bleiben. Und wie ein alter Heidenkönig mühte er sich zwecklos ab, den erstorbenen Glanz des altmorschen Roms zu erneuern. Sicher, Otto war ein Träumer, zugleich aber auch ein Machtpolitiker. Universal sollte seine Herrschaft gelten. Als Deutscher hat er sich nicht gefühlt. Sachse sei er, Italiener und Römer. Otto III. Ein Europäer. So endet die Geschichte, die mit dem Urgroßvater Heinrich I. im kleinen Quedlinburg einst begonnen hat. Nachkommen hatte der Kaiser nicht. Zwei junge Kaiser hat das Reich um die Jahrtausendwende kurz hintereinander verloren. Otto II. Starb mit 28. Sein Nachfolger, der jugendliche Otto III., war noch keine 22, als er von der Malaria dahingerafft wurde. Die Herrschaft über Italien, das Land der prächtigen Kirchen, der großen Schätze und der fruchtbaren Ebenen, verlangte immense Opfer. Bei Wind und Wetter mussten die Alpen überquert werden und in Italien angekommen, erwarteten die ottonischen Krieger blutige Schlachten und verheerende Seuchen. Tausend Mühen, tausend Todesgefahren und schreckliches Unheil. Es wütet das Schwert im Blut der Edlen, es trieft vom Herzblut der erschlagenen Getreuen und verwundet zutiefst das Herz des kaiserlichen Herrn. So klagt Brun von Querfurt zu Beginn des 11. Jahrhunderts über die enormen Belastungen der Italienzüge. Doch niemand käme auf die Idee, das Kaisertum und damit auch die Italienpolitik der ottonischen Herrscher in Frage zu stellen. Einen göttlichen Auftrag, einen gewaltigen Prestigegewinn sehen darin die Menschen des Mittelalters. Dass Otto der Große die Nachfolge der antiken römischen Kaiser angetreten hat, erfüllt die Nonne Roswitha von Gandersheim mit unsagbarem Stolz. Otto, gewaltiger Beherrscher des Cäsarenreiches, vor dem mancherlei Völker in weiten Gebieten sich fürchten und den das römische Reich mit der Fülle seiner Gaben beschenkt. Erst in viel späterer Zeit kommt Kritik auf an der Kaiserpolitik der Ottonen. Der deutsche Nationalstaat ist gerade gegründet worden und was zählt, ist deutsche Interessenpolitik.
ein Maßstab, der jetzt auch an die Ottonen angelegt wird. Fruchtlos seien die Italienzüge gewesen, klagt am Ende des 19. Jahrhunderts der einflussreiche preußische Historiker Heinrich von Siebel. Otto der Große und seine Nachfolger hätten besser getan, sich auf die Eroberung der slawischen Gebiete im Osten zu konzentrieren. Und so ist denn auch nicht Otto, sondern dessen Vater Heinrich I., der Held seiner historisch-unhistorischen Betrachtung. Dieser erste deutsche König habe die Kräfte des Reiches nicht in Italien vergeudet, sei stattdessen gegen Ungarn und Slawen vorgerückt. Heinrich der Erste, nach meiner Meinung der Stern des reinsten Lichtes an dem weiten Firmament unserer Vergangenheit. Eine ähnliche Ansicht vertritt ein halbes Jahrhundert später einer der größten Verbrecher der Weltgeschichte, Heinrich Himmler. Die Begeisterung des SS-Führers für den Ottonenkönig geht so weit, dass er in der Quedlinburger Stiftskirche eine Weihestätte errichten lässt. Die Krypta der Kirche, wo sich Heinrichs Grabstätte befindet, verunstaltet er mit Nazi-Symbolen. Dieses Grab soll eine Weihestätte sein, zu der wir Deutschen wallfahren, um König Heinrichs zu gedenken. Und uns immer wieder vorzunehmen und klarzumachen, dass wir ihn am besten dadurch ehren, dass wir dem Mann, der nach 1000 Jahren König Heinrichs menschliches und politisches Erbe in nie dagewesener Größe wieder aufnahm, unserem Führer Adolf Hitler, für Deutschland, für Germanien, in alter Treue und im alten Geiste dienen. Adolf Hitler als Nachfolger Heinrich des Ersten. Eine unglaubliche Geschichtsverdrehung. Begonnen hatte das schon in wilhelminischer Zeit. Auch das junge Kaiserreich, 1871 mit Blut und Eisen gegründet, sieht sich in der Nachfolge des mittelalterlichen Reiches und berauscht sich geradezu am Glanz der alten deutschen Herrscher. Imperiale Größe, danach strebt Preußen-Deutschland in Gegenwart und Zukunft und projiziert sie auch zurück in die Ottonenzeit. Das illustriert ein riesiges Wandgemälde, entstanden kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Es befindet sich im heutigen Kulturhistorischen Museum in Magdeburg. Der Direktor Matthias Puhle. Ja, wir stehen hier im Kaiser-Otto-Saal des Kulturhistorischen Museums Magdeburg und schauen auf das monumentale Wandgemälde von Arthur Kampf. Dieses Wandgemälde zeigt den Triumphator Otto den Großen in mittleren Jahren, wie er in die Stadt Magdeburg einzieht mit Gefangenen, Slawen und Wenden. Und diese imperialistische Geste zeigt doch viel über dieses Bewusstsein Deutschlands damals 1905, dass man sich doch als vorherrschende Macht Europas empfunden hat. Nein, die Ottonen waren keine Imperialisten und sie haben auch keine Weltkriege angezettelt. Das taten diejenigen, die sich fälschlicherweise auf sie berufen haben. Genau genommen waren die Ottonen noch nicht einmal Deutsche. Als Sachsen haben sie sich gefühlt. Professor Hagen Keller. Sie haben auch nicht Deutsche regiert, sondern viele Völker, wie es in den Quellen heißt. Also Bayern, Schwaben oder Alemannen. Auch die Lothringer waren eigene Völker und dann kommen die Italiener dazu. Es gibt die Deutschen nicht in dieser Zeit. Dass aus Sachsen, Franken, Bayern und Schwaben später einmal Deutsche wurden, hat allerdings schon mit den Ottonen zu tun. Gerade durch die vielen Italienzüge des frühen Mittelalters entsteht bei diesen germanischen Völkern ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Gemeinsam haben die ottonischen Krieger die vielen Strapazen überwunden. Gemeinsam sind sie über die Alpen gezogen und gemeinsam haben sie gegen Sarazenen und aufsässige Italiener gekämpft. Und so haben Otto der Große und seine Nachfolger durch ihre Kaiserpolitik zur Herausbildung des mittelalterlichen deutschen Staates wesentlich beigetragen. Professor Eckhard Müller-Mertens. Es ist nicht so, dass erst das Deutsche Reich ist von Heinrich und Otto und die dann ihr Großreich herstellen, sondern erst ist das sächsisch erneuerte Karolingerreich, das Kaisertum und infolge davon kommt dann das Deutsche Reich. Als ersten deutschen Herrscher betrachten Historiker heute allenfalls Heinrich II. Er kommt nach dem Tod Ottos III. Auf den Thron und gehört zur bayerischen Nebenlinie der Dynastie, der letzte ottonische Kaiser. Im Jahre 1024 bezeichnet ihn ein italienischer Mönch als Rex
Teutonicorum, König der Deutschen. Das Werden der deutschen Nation ist allerdings ein Prozess, der sich über Jahrhunderte hinzieht. Die Ottonen stehen an seinem Beginn. Spurensuche nach den Ottonen. Ein mühsames Geschäft. Der Archäologe Ernst Nickel setzt sich in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein ehrgeiziges Ziel. Er will in Magdeburg die Pfalz Ottos des Großen finden. Jahrelang dauern die Arbeiten. Dann, 1967, macht er in der Südostecke des Magdeburger Domplatzes eine grandiose Entdeckung. Unter meterdicker Erde taucht in Umrissen der Palas des Kaisers, das Herrschaftsgebäude Ottos des Großen, auf. Das jedenfalls glaubt der Archäologe. Heute sind Zweifel angebracht, erklärt Dr. Matthias Puhle. Die Kaiserpfalz war in der Nähe des Magdeburger Domes, das steht fest. Wo nun genau der Palas gestanden hat, ist jetzt durch neuere Auswertungen der Grabungen von Ernst Nickel doch wieder ins Schwanken gekommen. Es scheint so zu sein, als ob der Baukörper, den Nickel noch als Kaiserpfalz interpretierte, wohl doch ein sakrales Gebäude, also ein Kirchengebäude gewesen sei. Möglicherweise werden wir auch in Zukunft nicht sagen können, wo genau Otto einst residierte. Die Vergangenheit zu rekonstruieren ist wie ein Puzzlespiel. Und viele Teile davon sind unwiederbringlich verloren. Wie haben die ottonischen Kaiser ausgesehen? Was waren ihre Eigenheiten? Das und vieles mehr werden wir niemals wissen. Doch andere Teile des Puzzles sind uns sehr wohl erhalten geblieben. Darunter auch persönliche Dinge, die uns die Zeit der Ottonen auf geheimnisvolle Weise näher bringen. Der Mantel Ottos des Großen, freilich nur ein Stück Stoff, rau und fest fühlt er sich an. Oder aber der Kamm König Heinrichs, den wir in der Quedlinburger Stiftskirche bestaunen können. Wir stehen hier vor einer Vitrine, in dem sich unter anderem ein Elfenbeinkamm befindet, der Heinrich dem I. zugeschrieben wird. Es ist ein sehr kostbares Stück. Dieser Kamm, früher wurde er immer im Volksmund als der Bartkamm König Heinrichs bezeichnet. Das ist er auf keinen Fall gewesen. Es ist wahrscheinlich ein liturgischer Kamm, der in das Ritual hineingehört, wenn der König unter der Krone ging. Wenn ihm die Krone aufs Haupt gesetzt wurde, hat man wahrscheinlich mit diesem Kamm vorher noch mal sein Haar glatt gestrichen. Am eindrucksvollsten wird das ottonische Erbe in der Architektur erfahrbar. Von unvergleichlicher Schönheit ist die Basilika, die sich der mächtige Markgraf Gero, ein Freund Ottos des Großen, in Gernrode im Harz errichten ließ. Wir befinden uns jetzt in der Stiftskirche Gernrode, in einer der besterhaltensten, ältesten ottonischen Kirchen, einmalig, weil sie Langhausemporen hat. So etwas gibt es nördlich der Alpen nur einmal, und zwar in Gernrode. Der gesamte Ostteil dieser Kirche steht original schon über 1000 Jahre. In der Stiftskirche des Markgrafen Gero erahnen wir, wie die noch gewaltigeren Sakralbauten der ottonischen Kaiser ausgesehen haben müssen. Quedlinburg, Memleben und Magdeburg, hier in ihren Kernlanden im heutigen Sachsen-Anhalt, ließen sie sich innerhalb weniger Jahrzehnte die größten Basiliken nördlich der Alpen errichten. Ein immenser kultureller Schub für diese urwüchsige Landschaft. Sie haben für Kunst und Kultur in unseren Landen die Grundlage geschaffen. Und sie haben all das, was ihnen wichtig erschien, ob sie es in Italien gesehen haben oder im Rheinland oder wo auch immer, versucht auch hier als Denkmäler, als Kirchenbauten, als Kunst und Kultur zu etablieren. Nirgendwo sonst, sagt Professor Ernst Schubert, gibt es so viele Bauten und Kunstwerke aus der frühen deutschen Geschichte wie in Sachsen-Anhalt. So gesehen
seien die ottonischen Herrscher für die Region identitätsbildend. Doch es bleibt eine ferne Zeit. Sie zu instrumentalisieren, davor warnt Professor Gerd Althoff. Man sollte sie nicht zur Identitätsstiftung nutzen. Also auch Sachsen-Anhalt oder die Bundesrepublik sollte ihre Identität eigentlich nicht von Otto dem Großen herleiten. Das heißt nicht, dass man solche Dinge vergessen sollte oder dass es nicht hochspannend sein kann, sich mit diesen anderen Formen menschlichen Zusammenlebens intensiv zu beschäftigen. Aber dass Otto der Große uns Richtschnur, Leitstern am Himmel, das sind so Formulierungen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, sein sollte, damit wir unsere Aufgaben besser erkennen, dafür sind unsere Zeiten doch einfach zu anders. Otto der Große, sicher kein Leitstern für unsere Zeit, aber doch ein Fixpunkt der besonderen Art, meint Dr. Matthias Puhle. Im Magdeburger Dom finden wir das Grab des Kaisers seit über 1000 Jahren an ein und derselben Stelle. Dieses Grab ist so etwas wie der archimedische Punkt im Land Sachsen-Anhalt und in Magdeburg. Es ist wahrscheinlich nie versetzt und verändert worden, trotz aller geschichtlichen Bewegungen, die in den Hunderten von Jahren danach auch über Magdeburg nicht nur Höhepunkte, sondern eben auch ausgesprochene Tiefpunkte gebracht haben. Das heißt also, auch dieser Dom ist ja neu gebaut worden, aber offensichtlich um dieses Grab herum, ohne es in seiner Lage zu verändern. Über die Jahrhunderte hinweg haben sich die Menschen an diese große und spannende Zeit erinnert. Es waren starke Kaiser, die viel bewegt und geschaffen haben, in Europa, in Deutschland, vor allem aber in ihren Kernlanden im heutigen Sachsen-Anhalt. Hier waren sie die frühen Gründer einer Kulturlandschaft.